Hallo ihr Fratzis, willkommen zu einem neuen Kochvideo und zwar nicht nur diesmal vor der Kamera und Verena hinter der Kamera. Ich hoffe es klappt, entschuldigt, falls das Bild verwackelt ist oder komisch. Eigentlich hatten wir einfach nur Bock drauf, weil wir haben das in Kitchen Impossible gesehen und zwar versuchen wir vegane Grammelknödel. Eine Grammel ist sowas wie Speck. Wer das nicht kennt, das sind gefüllte Knödel. Dafür brauchen wir Kartoffeln. Wir haben ja schon ein Kilo aufgeteilt. Und zwar wird ein halbes Kilo gekocht und ein halbes wird gerieben. Beides wird dann hinterher zusammen vermischt. Die werden dann gestampft, weil wir haben keine Kartoffelpresse. Das ergibt unseren Knödelteig, der dann nochmal gekocht wird. Ne? Ja, also da kommt noch Kartoffelmehl rein. Dann. Erstmal setzen wir hier die Kartoffeln auf. Altbekannt, wir füllen Wasser in den Topf, bis die Kartoffeln bedeckt sind. So, machen wir den Herd an, höchste Stufe, bisschen Salz hinein und dann warten wir einfach, bis das kocht. Und derweil greifen wir uns hier die Kartoffeln und dann hole ich einfach nur eine Reibe und eine Müllschüssel. Eine Müllschüssel hat einfach den Vorteil, du kannst den Müll da einfach nur reinmachen und du hast den nicht hier irgendwie rumfliegen und kannst den hinterher einfach wegschmeißen. Ich habe, glaube ich, die falsche. Sein, dass ihr zu Hause denkt, wie schält der Idiot Kartoffeln, das macht man ganz anders. Ja, ich kann das halt nicht so gut. Deswegen koche ich die meistens auch mit Schale. Ich habe da kein Problem mit. Und Marmelade? Denkt sich auch noch, was soll die Scheiße hier? Ich habe Hunger. Nee, ist alles, was soll so. Muss man dich retten, oder? Normalerweise müsste ich jetzt schon bei der zweiten Kartoffel sein, vielleicht mit der zweiten schon fertig sein. Ich bin immer noch bei der und das ist auch okay so. Man muss in allem nicht der Beste und Schnellste sein, Hauptsache es schmeckt am Ende. Und es nervt, ich hasse Kartoffeln. Die Kartoffeln sind geschält und hinter mir kochen die Kartoffeln auch mittlerweile. Wir fangen an, die geschälten Kartoffeln zu reiben. Die ungekochten. Nehmen dafür die kleinere Reibemasche. Ich hätte eigentlich eher das große genommen. Nee, weil die sonst, man vermengt die dann werden die nicht gar. Weil du kochst die ja quasi nicht mehr richtig, sondern die sieden nur. Dann hast du nachher rohe Kartoffeln mit drin. Das kann dauern, ich glaube, hier skippen wir mal. Die Kartoffeln sind gerieben. Wir haben hier jemanden unserer kleinen dreckigen Kackreibe hier den Finger mit aufgerieben und blutet es noch ein bisschen. Nehme ich zweimal, einmal hier oben, einmal an der Kante. Kauft euch eine anständige Reibe. Ich habe die, glaube ich, von Cody oder so. Ist nix. Jetzt habe ich hier ein kleines Sieb und ein frisches, sauberes Handtuch. Das mache ich jetzt einfach mal über das Sieb, einfach damit ich irgendwas zum Pressen habe. Denn wir müssen das Wasser aus den geriebenen Kartoffeln jetzt auspressen. Deswegen mache ich das so. Nur das Sieb, da wird das wahrscheinlich einfach durchgehen, weil das sehr, sehr fein ist. Ballern wir das alles hier schön rein. So, und dann nehme ich das wieder hier so einmal rum, einmal so ein. Keine Ahnung, wie man das sonst macht. Ich glaube, man macht das sonst nur mit dem Handtuch eigentlich. Dass man das da drin, aber das geht so, glaube ich, auch ganz gut. Ich mache das jetzt so, als würde ich Käse machen. Ich habe schon versucht, veganen Käse so zu machen. Ich glaube, grundsätzlich klappt es. Also ein bisschen was davon ist übergeblieben, es hat ganz gut geschmeckt. Einfach aus Sojamilch mit Essig. Nur dann bräuchte man ein feineres Handtuch als das. Also falls ihr das nochmal sehen wollt, sagt gerne Bescheid, dann versuche ich es nochmal. So. So sieht das jetzt aus. So viel Kartoffelsaft haben wir hier. Das Tipp stand drin, man kann das auch auffangen, also eigentlich so wie du es gemacht hast. Und da setzt sich dann eigentlich die Stärke ab, die man dann auch für den Teig benutzen kann. Aber wir haben jetzt Kartoffeln mehr geholt. Oh Gott, nee. Nee, hat sie im Rezept auch gemacht. Aber könnte man theoretisch machen. Und manchmal haben die Kartoffeln nicht so viel Stärke, dass das klappt. Das stand nämlich auch drin. Du aufwendig. Brauchst halt viel mehr, als da rauskommt. Kann man an sich machen, aber das lohnt sich halt eigentlich nur bei so Fabriken oder so. Sah gerade erst so aus, als wäre das einfach schon ein fester Teig, aber ja, guck, das sind doch schöne Fäden. So, in der Zwischenzeit habe ich mir den Finger doppelt gepflastert. Die Kartoffeln sind jetzt auch durchgekocht. Die gieße ich einmal kurz ab. Ich würde die immer kalt abschrecken, weil du die gleich noch... Das wollte ich gerade machen. Ach so. Die müssen nämlich gleich gepellt werden. Alles nur Dinge, die ich liebe. Aber ich sehe jetzt, warum ich noch nie Kartoffelknödel gemacht habe selber. Das ist eigentlich ähnlich wie Gnocchis zu machen. Ja, man muss die auch nicht halb-halb machen. Ne? Man könnte die auch alle kochen, aber ich finde die lecker so. Und man kommt halt leider nicht drum rum, die Schale abzumachen, ob man vorher oder danach. Ja. Weil
Willkommen zurück am Tisch. Hier kommen gleich die gepellten Kartoffeln rein. Hier haben wir die abgeschreckten, immer noch heißen Kartoffeln. Ich habe mir einmal so aufgespießt, als hätte ich professionelles Pellwerkzeug. Und jetzt schaben wir jetzt einfach mal so ein bisschen die Schale ab. Meinem sexy Pflasterfinger. Und das geht ganz gut eigentlich, wenn man die so aufgespießt hat, weil dann ist es gar nicht so weh. Und mit dem Pflaster ist es, als hätte ich gerade einen Handschuh an. Das ist eigentlich ganz praktisch. Also tut euch weh, dann habt ihr weniger Schmerzen beim Pellen. Pro-Tipp. So, eine Kartoffel gepellt. Und wenn ihr euch das alles ersparen wollt, kauft fertige Knödel. Aber wir wollen die ja füllen, deswegen muss man die irgendwie selber machen. So, Kartoffeln sind gepellt. Jetzt stampfen wir sie einmal schön durch. Das geht ganz fix. Daraus wird hinterher der Teig. Aber vorher wird es jetzt einfach nur mal schön semi-mehlig, keine Ahnung, durchgestampft. Das ist einfach nur weiches und bearbeitbares. Es ist noch warm. Und deswegen wird es jetzt nochmal zum Abkühlen einfach mal beiseite gestellt. Die Zwiebel bekommt ihre Popos ab. Alles hat ein Ende, nur die Zwiebel hat zwei. Manchmal hasse ich mich so sehr. Aber das, was ich habe, wenn ich immer, ich kann nicht reden, erzählst komische Sachen. Aber es ist die gleiche Situation. Ja. Schneiden die Zwiebel einmal in der Mitte, dann haben wir einen schönen Stand. Schneiden die einmal so rum. Dann machen wir einmal so. Ich würde jetzt nur deine Hand arbeiten. Man versteht das so. Und dann sollten da Zwiebelwürfel draus entstanden sein. Die sind jetzt ein bisschen grober, aber da die Zwiebel ja eh aus ihren Zwiebelmanteln besteht, entstehen dadurch die kleinen Würfelchen ganz automatisch. Muss man jetzt nicht viel zu viel rumhacken, weil wir wollen ja auch keine gehackte Zwiebel haben. Wir wollen Zwiebelwürfel und die dürfen dann auch ein bisschen grober sein. Die werden ja aber beim Anbraten eh noch mal kleiner, deswegen dürfen die auch grober sein. Das wollte ich damit sagen. Wenn ihr sowas macht, nimmt bitte den Messerrücken, nicht die Schneide. Sonst macht euch das Messer stumpf. Side-Factory. Was ich jetzt mache, ich wasche noch mal das Brett und das Messer ab, weil da ist der ganze Zwiebelschmock dran. Egal, oder? Weil das macht Säfte und dampft und fühlt mir in den Augen. Und genau, und da muss man von Wein. Gut, dann nehmen wir uns so zwei so schöne Brotscheiben und machen da Würfel. Machen da kein großes Geheimnis drum. Die macht ihr dann auch ungefähr so 1 Zentimeter breit. Halt so groß wie Croutons, die man so in der Suppe kennt. Das ist jetzt nicht ganz so förderlich, dass Schneidebrett gerade vom Waschen noch ein bisschen nass ist, ist aber nicht schlimm, weil das wird ja eh gleich noch weiter verarbeitet. Auch wenn wir das jetzt anbraten wollen, das ist jetzt dadurch nicht. Ja, gleich das Wasser erstmal verdampft und so. Aber so viel war es auch nicht. So viel Bullshit, den ich hier rede. Jetzt haben wir hier unsere. Und was wir jetzt quasi als Fleischersatz haben, Räuchertofu, den schneiden wir einmal auf. Den Räuchertofu nehmen wir uns hier so. Und was wir jetzt damit machen wollen, sind kleine Speckwürfel. Deswegen denken wir uns, wie groß wir uns die Speckwürfel haben wollen. Schneiden davor. Räuchertofu ist ein bisschen flexibel. Müsst ihr immer so ein bisschen aufpassen, wenn ihr, wie ich, nicht so ganz scharfe Messer benutzt, weil könnte man sich ganz schnell dran schneiden. Ihr seht, dass man drückt lange drauf und dann passiert erstmal nichts und irgendwann schneidet es. Darauf muss man gefasst sein, sonst kann man sich wehtun. Was ist denn? Erzählst süße Geschichten die ganze Zeit. Was für süße Geschichten? Ich will nur, dass sich keiner wehtut. Ja, ein bisschen sag ich ja, du bist süß. Du bist süß. So, da haben wir unsere Tofu-Speckwürfel. Das tue ich jetzt einfach zu den Zwiebeln in die Schüssel. Und dann wird das gleich zusammen
angebraten und angeschwitzt. Weitermachen wir jetzt mit dem Schneiden unserer Pilze. Wir haben einmal Bio-Champignons und Austernpilze. Eigentlich wollten wir Kräuterseitlinge holen zu den Champignons, weil die so ein bisschen fleischiger sind vom Geschmack und auch von der Konsistenz. Aber es gab leider keine. Ach, und du solltest noch sagen, oder kann ich jetzt auch machen, das ist quasi die Soße oder so Beilage zu den Knödeln, weil bei Kitchen Impossible war so eine Art Sauerkraut. Ich weiß nicht, ob sauer war, aber so ein Kraut halt bei, und das mag ich nicht so gerne. Was ich eben entdeckt habe und wir mal eben kurz nachgelesen haben, und zwar haben die Austernpilze, wie man hier sieht, so einen weißen Flaum, der so ein bisschen aussieht wie ein Schimmelpilz. Tatsächlich handelt es sich hier um den Pilz selber. Und der ist halt tatsächlich wirklich überall. Und wenn die Pilze halt ansonsten einfach noch knackig sind, und vor allem gut riechen. Frisch nach Pilz riechen und nicht irgendwie labbrig sind und fischig riechen und der Pilz dann, also der Schimmel hier dann irgendwie eine Verfärbung hat, grünlich, schwarz oder irgendwie anders aussieht und ihr einfach Angst habt, dann verarbeitet es nicht. Den kann ich jetzt einfach entweder abwischen oder wie ich es jetzt einfach mache, mitverarbeiten. Klappt alles, also nichts Schlimmes. Was wir auch noch rausgefunden haben, dass das sogar zu der Gruppe der Seitlinge gehört und auch Kalbfleischpilz genannt wird, also ist der wohl auch Fleisch. Ich habe den, glaube ich, sonst noch nie gegessen. Wen es interessiert, den Champignon, den habe ich hier einmal halbiert. Den lege ich dann hier so auf die Schneidefläche, so verrutscht er mir nicht. Ich habe eine angenehme Schneidefläche und dann schneide ich den in Scheiben. Und so habe ich direkt halbe Pilzscheiben. Was ich mit dem mache, ich glaube, den Scheiß schneide ich einfach irgendwie schneiden. Den schneide ich einfach so in Scheiben. Und das sollte eigentlich auch genügen, weil hinterher soll es ja einfach nur eine Pilzsoße werden. Und das kippen wir jetzt einfach mal kurz, bis ich alle geschnitten habe. Und dann sehen wir uns gleich am Herd wieder. Jetzt sind wir am Herd. Hier haben wir unsere geschnittenen Pilze. Ich habe schon Öl in die Pfanne gemacht. Die Pfanne wird gerade heiß und ich habe hier ein kleines Stück Zwiebel mit reingemacht. Und wenn ich höre, die Zwiebel fängt an zu arbeiten und zu braten, haue ich die Pilze rein und dann geht's ab. Dann hauen wir mal erstmal die Champignons mit rein und gleich dazu auch die Austernpilze. Riecht dann noch jetzt schon gut. Ich habe währenddessen schon mal ein paar Gewürze rausgeholt. Wir halten es einfach ganz, ganz basic. Wir haben einfach nur Salz, schwarzen Pfeffer und Knoblauch. Ihr könnt den natürlich auch frisch reinmachen, den Knoblauch. Ich hatte jetzt keine Lust, noch Knoblauch zu schneiden. Aber den muss man vorher anbraten. Und hinterher löschen wir das alles mit veganer Schlagsahne ab. Die ist jetzt gesüßt, aber ich habe die schon mal für eine Soße verwendet und man schmeckt das nicht. Also ihr könnt auch von Rama gibt es zum Beispiel vegane Sahne und noch von Lingsock. Fällt mir gerade nicht ein. Das ist eigentlich wirklich für Schlagsahne gedacht. Wenn ihr gerade keine vegane Schlagsahne auftreiben konntet, weil euer Laden das nicht habt, aber ihr habt irgendwie Hafermilch zu Hause, könnt ihr das auch mit Hafermilch machen. Müsst ihr dann halt nur so lange reduzieren, bis das eine schöne Soße abgibt und nicht zu flüssig ist. Oder mit Sojajoghurt. Ist dann ein bisschen säuerlicher. Aber eigentlich auch ganz lecker. Ich habe es auch gemacht. Das ist halt ein bisschen fester dann direkt. Das könnt ihr ruhig ein bisschen mutig anbraten, weil die haben sehr viel Wasser. Die reduzieren und schrumpfen dann sehr stark ein. Und bis das passiert, müssen die halt auch wirklich der Hitze ausgesetzt sein. Weil wenn ihr jetzt die ganze Zeit nur den hier macht, braucht das auch umso länger. Deswegen seid ruhig ein bisschen mutig, habt keine Angst, dass es anbrät, weil sollte es doch passieren, habt ihr ein paar schöne Rostaromen. Aber ihr merkt es auch relativ schnell. Also ihr solltet jetzt nicht in einen anderen Raum gehen und sagen, ja, das macht schon. Steht ruhig bei, aber wenn das anfängt anzubraten, kriegt ihr es mit, weil das riecht so. Hallo. Geben. Jetzt, wo die Kamera auf dich ist, machst du nichts mehr. Sehr langweilig. Aber süß bist du trotzdem. Wie ihr sehen könnt, verlieren die recht schnell an Wasser und geben das halt an die ganze Schüssel ab. Das sieht man dann hier schön an dem Dampf, der im Vorsteig, werden halt deutlich kleiner.
Der ganze Haufen, der war so groß, als ich den in die Pfanne getan habe. Im jetzigen Zustand würde ich die angeschwitzt bezeichnen. Ich will die aber schön angebraten haben, deswegen braten wir das jetzt einfach noch weiter. Ich erhöhe jetzt die Hitze mal auf Maximum. Wir haben Stufen von 0 bis 6, hatte ich das eben auf 5, ich habe es jetzt mal auf 6 gepackt, damit das jetzt alles nochmal schön anbraten kann. Zum Anbraten eigentlich immer gerne auf ganz, ganz hohe Stufen, wenn man das wie erstmal bei den Pilzen reduzieren will, nicht ganz so hoch, weil sonst brät das halt an, aber wird halt noch nicht gar und das will man ja nicht. So etwas, was ich angefangen habe irgendwann mal zu kochen, habe ich halt immer auf volle Pulle gemacht und mich dann immer gewundert, warum Sachen nicht geklappt haben. Man muss schon immer mit der Temperatur spielen. Jetzt haben wir so viel Wasser aus den Pilzen raus extrahiert, dass wir eine höhere Hitze brauchen, weil sonst kochen die Pilze einfach nur in sich ein, aber ich will sie ja anbraten. Das dauert jetzt noch ein bisschen, wir skippen das und sehen uns wieder, wenn die Pilze fertig sind. Die Pilze sind schon ganz gut angebraten, du kannst hier sehen, die sind halt wirklich deutlich kleiner geworden. Gehen wir mit der Temperatur runter und löschen die jetzt mit der Sahne ab. Sieht man auch schön, warum es Ablöschen heißt. Man nimmt etwas Kaltes und die Temperatur wird erstmal runtergeregelt. Normalerweise müsste ich jetzt eigentlich warten, bevor ich würze. Wenn ihr aber etwas abschmecken wollt, würzt es eher gegen Ende. Dann macht ihr dann noch so ein bisschen Reduktion, weil dann wisst ihr ungefähr, wie etwas gewürzt ist. Weil wenn ich jetzt viel würze und abschmecke und denke, schmeckt ganz geil, das reduziert aber alles, dann konzentriert sich das alles nochmal ein bisschen und dann schmeckt es natürlich auch umso krasser. Ich mache jetzt aber nur ganz wenig Salz. Das ist jetzt nur eine Prise, das ist auf die Menge gar nicht so viel. Den Pfeffer, den können wir jetzt auch in die Soße mit reinpfeffern. Hätten wir das bei dem Anbraten der Pilze gemacht, wäre der Pfeffer verbrannt. Das schmeckt nicht. Dann wird er bitter. Ich mag Knoblauch, wir beide mögen Knoblauch, deswegen kommt da ein bisschen mehr. Aber auch nicht gerade zu viel. Bei das soll jetzt nicht komplett nach Pilzen schmecken. Knoblauch. Frage ich mich, ob ich noch was Joghurt reinmache, aber das könnte kontraproduktiv sein. Ja. Ja. Also kleiner Tipp, nimmt doch Kochsahne. So vegane Kochsahne, das klappt anscheinend besser. Dann haben wir hier vom Rewe Soja Joghurt Natur ungesüßt. Da habe ich nur noch ganz wenig von. Das ist etwas mehr als ein Löffel. Den haue ich einfach hier rein. Der hat auch noch ein bisschen Wasser. Das muss dann gleich alles reduzieren. Aber ich hoffe, das macht einfach die Soße ein bisschen dicker, weil sonst habe ich gleich, was ich nicht wollte, einfach nur Pilze und Pilzsoße. Ich wollte schon so eine Pilzsahnesoße hier herstellen. Ich glaube, das wird besser. Ja. Diese Soße darf jetzt auch ruhig etwas würziger sein, weil Knödel an sich haben jetzt nicht den krassesten Geschmack. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Knödel gleich überhaupt noch zu würzen, weil sonst schmecken die auch nach nichts. Und dann sollte die Soße wenigstens noch was schmecken. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich würde dem jetzt noch ein klein wenig Zeit geben, dass es nochmal alles ein bisschen reduziert hat. Bei uns wird jetzt nicht alles auf den Punkt temperiert sein auf dem Teller. Ich mache jetzt einfach so, wie es bequem ist. Wir drehen ja hier auch noch ein Video, das heißt, es ist alles ein bisschen anders, als wenn man normal kocht. Ich hätte jetzt normalerweise hier noch eine Pfanne oder einen Topf oder so, wo nochmal parallel was kocht. Aber das ist dann ein bisschen kompliziert zu zeigen, deswegen machen wir das so. So, jetzt fängt es schon ein bisschen an, hier anzupappen. Das sollte jetzt auch genügen. Man kann es eigentlich nicht Soße nennen, weil es schon dafür sehr dickflüssig ist. Aber für das, was wir vorhaben, ist es, glaube ich, genau richtig. Es ist fast schon eher ein Pilzragout. Ja, eigentlich wir hätten es auch noch Pilzragout direkt nennen sollen, eigentlich war das, was wir vorhatten. Ich wollte eigentlich schon eine Pilzsahnesoße machen. Für das, was ich machen wollte, habe ich es im Grunde dann verkackt. Probieren wir mal kurz. Merkt, es ist jetzt schon ein bisschen salzig. Ja. Ich glaube, zusammen mit den Knödeln wird es ganz gut. Man merkt die Süße der Sahne schon ein bisschen, aber auch geil.
Aber das gibt dem eigentlich mehr, als es negativ auffällt. Dann haben wir jetzt Räuchertofu gewürfelt und die Zwiebeln in die Pfanne. Und es riecht einfach jetzt schon nach Speck. Ich rieche gerade noch Karamell. Riecht das ein bisschen weihnachtsmarktmäßig hier drin gerade. Ja, auch schon in Weihnachtsstimmung. Es könnte jetzt auch wieder Weihnachten sein. Ich habe sowas von gar kein Zeitgefühl mehr. Ne? Das wird mir mittlerweile auch echt egal. Das würde mich auch nicht wundern. So. Also. Ist jetzt auch einfach April. Ich bin gefühlt eigentlich noch im Oktober letzten Jahres. Ich bin im Januar letzten Jahres, also Februar. Nee, ganz so weit nicht. Aber vielleicht so einfach genau letzten Jahres, weil April passt. Ja. Richtig Hunger schon. Das wird ziemlich lecker. Die Pfanne ist relativ heiß, deswegen müssen wir gucken, dass es nicht direkt anbrennt. So, die Zwiebeln sind komplett angeschwitzt. Der Tofu, der beginnt jetzt schon an einigen Stellen zu verbrennen an und hüpft lustig in der Gegend rum. Deswegen nehmen wir jetzt noch mal ein bisschen Öl hinein, denn wir wollen jetzt noch mal das Brot reinkippen. Kann sein, dass ich gleich nochmal Öl nachkippen muss, weil das Brot natürlich das ganze Wasser und Öl jetzt aufsaugt. Deswegen muss man jetzt einmal nochmal kurz hier durchrühren. Das würde ich auch jetzt schon einmal ganz kurz mit einer kleinen Prise Salz und ganz wenig Pfeffer würzen. Übrigens ist das auch ein ganz guter Tipp. Gewürze, egal ob Salz, oder Pfeffer, Oregano oder was weiß ich, vorher in die Hand zu schütten. Und dann in das Essen reinzupacken und so zu würzen, weil so sieht man halt die Menge, die man da reinkippt. Und gerade wenn man das benutzt und das nicht in den Salzstreuer macht, ist das dann noch ein bisschen besser. Weil da kommt sonst manchmal auch ein bisschen zu viel raus. Wollte ich noch ein bisschen Tomatenmark da reinmachen, damit das nochmal so... Um es zu tomatisieren. Um es zu tomatisieren. Ich wollte einfach noch eine etwas fruchtige Note da drin haben. Karamellisieren müssen wir jetzt, glaube ich, dann dafür nicht. Ich gebe da jetzt einen kleinen Tropfen Öl drüber, damit sich das gut verteilt. Ah, da ist es schon angebrannt. Ja, dafür macht man Tomatenmark halt auch rein. Ich könnt euch nicht vorstellen, wie gut das riecht. Ich habe auch immer zu viel Hunger gerade. Das Brot wird, glaube ich, sehr schön knusprig. Der Tofu halt eher speckig, fleischig. So hat man halt so ein paar geile, verschiedene Konsistenzen und Geschmäcker im gefüllten Knödel. So stelle ich mir das zumindest vor, ob das dann auch so ist. Das kann man gleich sehen. Ich glaube, damit ist die Füllung für mich fertig. Genau, dann ist die Füllung somit fertig. Ich muss jetzt abkühlen. Dann sehen wir jetzt am Tisch wieder, wenn wir den Teig für die Knödel machen. So, jetzt sind wir wieder zurück an dem Tisch und machen jetzt weiter mit dem Mehl. Ich habe hier so eine etwas größere Schüssel, in der man den Teig besser kneten kann. Dann tun wir jetzt erstmal beides da rein. Ich würze jetzt schon. Ich glaube, noch mal so eine Hand. Aber man kennt ja Knödel, die schmecken halt wirklich nach gar nichts. Deswegen wird es, glaube ich, ganz gut sein. Ich hoffe es jedenfalls. Ja. Dann nehmen wir auch noch mal gut Pfeffer. Ja, Pfeffer sollte nicht so viel, aber das stand im Rezept. Ne? Das Rezept verlinken wo ich übrigens für diese Halb- und Halbknödel. Und den Rest versuche ich mal rauszuschreiben, was wir benutzt haben. Und dann nehmen wir noch etwas Muskatnuss bei Kartoffeln. Mit Kartoffeln schmeckt Muskatnuss immer sehr gut. Hier kam jetzt so ein kleiner Würfel raus. Das sollte so passen. Und jetzt wird das geknetet. Soll ich das machen? Nee, ich kann das ruhig machen. Mit deinem Finger? Ja, kannst auch kurz abmachen. Eigentlich sollte es nicht mehr bluten. Und jetzt fangen wir an zu kneten. Oh, das fühlt sich sehr nass an. Was ich auch nicht so ganz verstanden habe, klar sind die zwar entwässert, die Kartoffeln, ausgepresst, aber wenn man Salz drauf tut, könnte wahrscheinlich halt nochmal was rauskommen. Aber dafür ist an sich das auch das Mehl bzw. die Stärke da. Und es ist Kartoffelmehl und Kartoffelstärke das gleiche, wusste ich auch nicht.
die ganze Zeit im Supermarkt nach Kartoffelstärke gesucht und dann habe ich gerade gesehen, dass auf dem Kartoffelmehl am Rand auch schon reine Kartoffelstärke. Wirklich nur 3 Esslöffel. Wenn es nicht passt, machen wir mehr rein. Das stimmt jetzt halt im Rezept. Das sollte halt ein richtiger Teig sein, wie bei den Gnocchis. Es ist sehr feucht. Und wenn ich zu viel mache, haben wir halt hinterher ein Knetgummi, ne? Ja gut, 1-2 Esslöffel kannst du schon noch rein tun. Jetzt gerade noch mal, also insgesamt 6 Esslöffel Kartoffelmehl reingemacht. Das war alles sehr, sehr feucht und matschig. Und das Problem hatten wir bei den Gnocchi schon, das werden wir nicht nochmal testen, falls ihr euch noch erinnert. Ja, gerade bei Knödel, die kommen ja eh nochmal in Wasser und dann sollte es halt schon so eine Festigkeit haben, weil sonst so läuft es oder werden die angebraten. Nee. Werden gekocht, ne? In Wasser. Gesiedet. Gesiedet. Ja, die dürfen nicht kochen, sonst fallen die auseinander. Ja, das sieht gut aus. Und so sieht er aus. Ja, das sieht gut aus. Der klebt noch ein bisschen, aber das sind halt Knödel, ne? Die sollen, ich glaub, das ist okay, die sollen ja jetzt nicht wie Plätzchenteig oder so. Ich habe übrigens unsere Füllung eben nochmal aus der Pfanne genommen und in eine Schüssel getan. So kann die halt besser abkühlen und ich verbrenne mir dann gleich die Finger nicht. Gut, ich wasche mir gleich nochmal die Hände und bereite irgendwie alles vor, dass wir die Knödel auch schön irgendwo aufstellen können, bevor wir sie gleich dann ins Wasser packen. So, ich habe im Hintergrund jetzt schon mal einen großen Topf mit Wasser angesetzt, ein bisschen Salz reingemacht. Da kommen gleich die fertig gefüllten Knödel rein zum Kochen. Genau, weil das ist sehr viel Wasser und das muss anfangen zu sieden. Deswegen, wenn das gleich kocht, stellen wir die Temperatur runter. Und wir fangen jetzt erstmal an mit dem Ausrollen der Knödel. Ich mache mir hier so ein bisschen Kartoffelstärke auf. Man könnte jetzt den ganzen Teig natürlich ausrollen und dann die Rolle in gleichmäßige Teile schneiden, aber wir mögen es ganz gerne handgemacht. Das ist ja auch alles handgemacht und dann darf das auch ruhig ein bisschen verschieden groß sein. Jetzt habe ich so eine große, schöne Knödelform. Die wird jetzt wahrscheinlich noch größer, wenn man die halt füllt. Das drücken wir dann so platt. Das reicht auch, wenn die Außenseite, glaube ich, bemehlt ist. Das ist jetzt alles schön kühl. Ein bisschen mehr mache ich, glaube ich, noch. Wir haben, kannst du erstmal versuchen, wie es beim ersten Mal. Wir haben recht viel Füllung, aber das Verena hat eben schon genascht. Hey. Und das schmeckt wohl sehr gut. Das heißt, das wird auf jeden Fall wiederverwertet. Dann wird das einfach wieder so geschlossen. Das muss in dem Stadium nicht gut aussehen, weil das wird jetzt einfach nochmal hier so genommen, ein bisschen Mehl benetzt, damit das nicht klebt. Dann haben wir hier so einen geilen, gefüllten Knödel. Ich hab so Bock da drauf, das ist echt schlimm. So, den tun wir hier schon mal fertig auf unser Holzschneidebrett. So eine ganz komische Art zu reden heute. Ein bisschen, ja. Ich könnte glatt in die Politik gehen. Ich glaube, das wird niemals passieren. Und wenn doch, hätte ich hoffentlich nie so korrupt. Nummer 2 fertig. Und ich glaube, das können wir wirklich abkürzen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Restteig hier verknödelt habe. Und dann werden sie ins Wasser gedroppt. Und dann werde ich gesiebt. Das ist ganz spannend. Bis gleich. Gleich. So, wir sind jetzt am Herd. Ich habe hier ein bisschen gespült. Und ich fühle mich gerade irgendwie nackt, wenn die Hände nicht mehr so dreckig sind. Wir nehmen uns unsere schönen, fertigen, gefüllten Knödel und dann packen wir die hier auf unsere Schaumkelle und rühren die ganz vorsichtig ins Wasser. Man sieht, die kleben direkt, wenn sie mit Flüssigkeit in Berührung kommen. Das Wichtige ist, die dürfen, also das Wasser darf auf gar keinen Fall kochen. Habe ich, glaube ich, irgendwann gerade schon mal gesagt, weil die sonst zerfallen. Und Verena hat in der kurzen Pause hier nochmal eine... Wir wollten irgendwas haben, was man noch über die Knödel machen kann. Das ist jetzt Paniermehl und... Butter. Also Margarine. Die gute Alsan wieder. Das kann man dann halt so drüber drizzeln und das sieht gut aus und schmeckt gut. Und die Füllung, die wir über haben, die nehmen wir einfach dann als Beilage dazu. Die liegt dann da. Und ich glaube, das wird sehr lecker. Wir brauchen jetzt 12 bis 15 Minuten. Ich glaube, die schwimmen oben, ne? Wenn die fertig sind wie Gnocchis. Weil die Knödel sind durch. Machen wir uns jetzt an das Anrichten. Mal hier so ein schönes Pilzbeet. Legen wir uns unsere Füllung daneben.
unser Drizzle-Zeug. Das sind auch sehr große Portionen, muss man zugeben. Könnt ihr jetzt natürlich noch Petersilie drüber machen oder so, aber das dunkel auf den Balkon lassen wir. Dann schneiden wir das Ganze hier mal an. Und jetzt essen wir das Ganze. Richtig bescheuert angerichtet, muss ich sagen. Für meinen Knödelgeschmack ist ein ganz, ganz kleines bisschen zu viel Muskatnuss im Teig. Ich habe jetzt auch einfach noch nie mit Muskatnuss drin gegessen, dass mir das ein bisschen komisch, also ein bisschen ungewohnt vorkommt. Es schmeckt trotzdem gut. Ich finde es sehr lecker geworden. Ich auch. Die Füllung ist schon würzig und der Knödel ist auch gut gewürzt, aber nicht so sehr, sodass sich das ganz schön aufwiegt. Drizzle-Dingens gibt ganz irgendwie auch ein schönes Gefühl im Mund noch ab. Wie nennen wir das? Was ist das? Vanillemehlbutter. Weiß nicht, das machen die in Bayern auch auf Knödel. Und das Pilzragout ist auch sehr lecker geworden. Mhm. Das liegt wahrscheinlich an mir, weil ich Soße liebe, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Soße. Wir haben das zwar jetzt nach einem Knödelrezept aus dem Internet gemacht, aber die Idee an sich war jetzt an uns selber und weil wir einfach Bock hatten, als wir das bei Kitchen Impossible gesehen haben, das mal nachzukochen vegan. Und ich finde, das ist ganz gut geworden. Was mir jetzt so ein bisschen fehlt, ist irgendwie noch so ein bisschen frisches Gemüse. Statt die Füllung hier nochmal auf dem Tisch. Ein bisschen Gurke, Tomate oder sowas. Statt der Paniermehl-Butter-Sache vielleicht noch ein bisschen flüssige Soße, die so ein bisschen zerläuft, dass man noch was Flüssiges hat. Ansonsten finde ich das top. Nachmach-Tipp von uns. Ich hoffe, man konnte alles gut nachvollziehen und schreibt uns gerne in die Kommentare weitere Rezepte, die wir vegan nachkochen können. Vielleicht ist es auch euer Lieblingsgericht, dann ist es in dem Format dein Lieblingsessen in vegan. Ja. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, liked, abonniert, folgt uns auf unseren anderen Kanälen, die sind hier unten in der Infobox verlinkt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, Ilja und Verena machen irgendeinen Scheiß. Sagst du auch noch ein Wort? Nee. Das war ein Wort. Tschüss.